Ja, meine sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, ich möchte hier einen Minderungsantrag einbringen. Es handelt sich hier, das wird vielleicht Herrn Schreiber interessieren, um Einsparungen, das heißt um Deckungsmöglichkeiten. Ja, unser Änderungsantrag betrifft die Streichung geplanter Kosten für einen Aktionsplan zur Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen. Meine Damen und Herren, ich frage hier mal so in die Runde, hat jemand von Ihnen ein Akzeptanzproblem mit der Vielfalt von Lebensentwürfen? Nein? Na wunderbar, ich nehme mich auch nicht. Da sind wir uns also schon mal einig. Und glaubt jemand von Ihnen, dass wir hier in diesem Hohen Haus etwas anderes sind als die Bürger in unserem Land? Glaubt jemand von Ihnen, dass wir etwas Besseres oder Schlechteres sind? Würden Sie bitte den Antrag einbringen? Ja, mach das. Es geht jetzt hier nicht mehr um die Debatte, sondern einfach den Antrag begründen, warum Sie ihn stellen. Genau, das mache ich ja. Auch wieder nein? Da sind wir uns also schon mal wieder einig. Und jetzt stellt sich ja logischerweise die Frage, wofür brauchen wir dann einen solchen Aktionsplan? Und vor allem, für wen brauchen wir einen solchen Aktionsplan? Wir brauchen ihn nicht. Soweit zur Logik. Für jene, die es nun nicht so mit der Logik haben, kann ich allerdings noch ein weiteres Argument bieten. Dabei geht es um das Signal eines solchen Aktionsplanes in Richtung unserer Gesellschaft. Wir alle wissen, dass der Fortbestand dieser einzig und allein davon abhängt, dass Kinder geboren werden. Und Kinder, das ist nun mal reine Biologie, entstehen eben nur, wenn Mann und Frau zusammenkommen. Und damit sind wir dann schon bei der klassischen Familie, der Trägerin unserer Gesellschaft. In Richtung der Tradition dieser Familie ist es nämlich ein verheerendes Signal, welches mit dem beabsichtigten Aktionsplan ausgesandt wird. Abgesehen davon, dass es natürlich reine Privatsache ist, wer mit wem zusammenlebt, ist es unverantwortlich, wenn der Freistaat Sachsen mit solchen Aktionsplänen suggeriert, dass es ihm egal ist, ob Kinder geboren werden oder nicht. Meine Damen und Herren, es gibt einen, aber ganz entscheidenden Grund, warum Ehe und Familie privilegiert bleiben müssen. Sie sichern die Generationenfolge und genau das können andere Lebensgemeinschaften nicht leisten. Hören wir also auf mit Bevormundungspolitik. Die Natur wird hier sowieso nicht mitspielen. Vielen Dank.